Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Untertage im Berge bei Herr der Ringe. Rückkehr nach Moria. Das erste Licht ist angebrochen. Die Umzugsvorbereitungen sind abgeschlossen. Wir sind frisch gestärkt. Und ja, mit dem Rucksackbündel in der Hand mache ich mich jetzt auf den Weg und hoffe, dass ich nicht kämpfen muss. Er kann auch nicht rennen. Aber durch diese Variante finde ich ganz cool, dass man so einen vollen Rucksack auch einfach noch vor sich hertragen kann. Das ist, wenn ich jetzt eine Fackel in die Hand nehme. Ja, ist sofort Ende, wenn ich irgendwas in die Hand nehme. So, also. Wir hoffen, dass wir nicht angegriffen werden unterwegs. Die Orientierung nicht verlieren und ja, im Dunkeln irgendwie dahin finden. Das könnte ganz spannend werden. Wir können nicht klettern, wir können nicht springen, wir können nicht kämpfen, wir können nicht rennen. Und es ist furchtbar duster. Aber so ein bisschen fahlen Lichtschein sieht man ja immer mal. Ich bin jetzt nicht ganz ohne Hoffnung, dass wir das irgendwie schaffen können. Aber ein bisschen unwohl ist mir trotzdem. Naja, wird schon. Können wir hier noch ein bisschen die Umgebung genießen beim Spazierengehen. Ist auch die Frage, ob wir nochmal zurücklaufen und den Rest holen oder nicht. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Jetzt ist erstmal wichtig. Tja, was ist jetzt erstmal wichtig? Jetzt ist erstmal wichtig, dass ich mich nicht verlaufe. Alles andere sehen wir dann. So. Mittlerweile kann ich mich tatsächlich mit der Minikarte sehr gut orientieren. Vor allen Dingen, seit ich die eingenordet habe. Ja, die Augen gewöhnen sich ein bisschen dran, es geht. Auch in der Dunkelheit. Vor allen Dingen, wenn man den Monitor mal putzt. die drei, spätestens wenn die dritte Lage Staub übereinander drauf ist, wird das Bild doch dunkler, als man es eingestellt hatte im Spiel. Nun ja. Für Zeit für Portale. Da kommen wir ja auch noch mal irgendwann hin, dass wir die bauen können. Ein kaputter so Kartenstein ist ja in der ursprünglichen Brut. Ich glaube, spätestens dann kommen wir da noch mal hin, wenn ich das richtig verstanden habe. Kann ich Kartensteine irgendwann bauen? Aber um die zu bauen, brauche ich ein Rezept. Um das Rezept zu kriegen, muss ich einen reparieren. Und ich glaube, das muss in der Ursprungsbasis geschehen. Also insofern denke ich, kommen wir spätestens dann ohnehin nochmal nach Hause. So, greift mich bitte nicht an. Ich gehe ganz friedlich hier durch. Bis jetzt lief das ja außerordentlich gut. Wenn ich sterbe, bin ich wieder in der alten Basis. Nicht drauf reagieren, einfach weitergehen. Wie am Frankfurter Hauptbahnhof. Nicht hingucken, einfach weitergehen. Ist immer noch in der Morgendämmerung. Das lief doch gut. Wyatt, I see prey ahead. Mal gucken, ob ich es jetzt zu meiner neuen Basis schaffe. Die habe ich gar nicht markiert, oder? Ich habe meine Basis gar nicht markiert. Warum gibt es eigentlich als Markierung kein Feuer? Könnt ihr mir das mal verraten? Kein Feuersymbol, wie bei Westtor. Aber die Markierung war ja automatisch auf der Karte.
Herrje, ich bin froh, wenn der Umzug vorbei ist. Das ist wie im echten Leben. Obwohl, wenn es da so einfach wäre, zwei Rucksäcke und alles wäre fertig. So, irgendwo mittendurch jetzt. Umzug ins Elbenland. Obwohl Umzug ins Auenland würde sich für die Folge noch besser anhören, ne? Aber es wäre ein bisschen irreführend. Ich glaube auch nicht, dass es hier irgendwo was Auenland-ähnliches gibt in Moria. Kaum jemand kennt ja die Hobbits. Oder kannte sie zumindest bis nach dem Ringkrieg. Das dürfte nun freilich auch anders sein. Ach doch, da hinten das Lager ist mit einem Feuer markiert. Was war hier in der Ork-Truhe? Achso, ein bisschen Eisenerz. Okay, wieder reinlegen geht nicht, dann weg damit. Aber das da oben, das gucken wir uns später in Ruhe an. Was auch immer da sein mag. Und blups, schlagartig ist es wieder dunkel. Irgendwo hier rauf war mein Lager, oder? Das ist mir noch nicht so eingängig, dass ich hier im Dunkeln alleine nach Hause finden würde. Da habe ich mir ein dunkles Loch ausgesucht hier. Mein Zuhause. Bewaffnung in die Hand. Jetzt muss ich mal überlegen, wie mache ich das jetzt mit dem Ausräumen am besten. So, Holz habe ich jetzt natürlich keins im Inventar. Aber ich hatte hier irgendwo schon eine Kiste gebaut. Dann kann ich hier nämlich was ausladen und mir ein bisschen Holz ins Inventar nehmen, um Dinge zu bauen. So, dann müsste ich den Rucksack hier mal öffnen und das Holz da rausnehmen. So, jetzt muss ich mir erst nochmal einen Überblick hier verschaffen. Wo ich was am besten hinsetze. Also eine Sache, ich möchte jetzt hier mal, kann ich hier rauf? Ah, nein, nein. Also zum einen mal. Hier oben, wenn ich ein bisschen aufpasse, so kann ich von hier oben mit dem Bogen, nee, kann ich nicht so gut, ne? Warte mal, wir machen das mal ein bisschen anders. Kann ich hier eine Plattform hinsetzen? Ja, na, das ist doof. Das ist auch doof. Hier so direkt ans Haus. Geht nicht hier oben? Keine Ahnung, ich verbrate hier mein ganzes Holz. Also worauf ich hinaus wollte ist, dass ich dann hier so rüberlaufen kann, um von hier mit Pfeilen zu verteidigen. Ne, das wäre jetzt so die Idee dahinter. So, und hier, na? Bleib doch mal hier. Gut, besser als nix. Ich möchte nur vermeiden, dass ich da abstürze. Kann ich da abstürzen hier mittendrin? Warte mal. Nee, das geht nicht. Man kann hier drüber laufen und stürzt nicht ab. So, lass uns hier nochmal. Na, das ist natürlich völlig Banane. Hier oben, meinte ich. Rotieren, hält das irgendwo? Rot, rot, rot. Rot hält natürlich nicht. Ich habe hier so ein bisschen Höhenorientierungsprobleme.
So, aber hier können wir durchgehend nicht abstürzen. Na, das ist der Plan gewesen. So, und jetzt hier vielleicht noch. Ist das oben? Nee, es ist unten. Aber ich habe echt Schwierigkeiten, hier so die Höhe richtig zu erkennen. Was soll ich sagen? Ach, guck mal, wo er das hinbaut. So, hier zwischendrin kann ich aber auch nicht abstürzen. So, vielleicht sollten wir das Gitter hier mal raushauen, wenn das geht. Geht das, ohne dass ich den Boden kaputt haue? Oder kriege ich das Gitter hier nicht raus? Okay, möglicherweise bekomme ich das Gitter hier nicht raus. So, hier von der Seite. Hier rüber, hier rüber, hier rüber. Okay, das könnte funktionieren. Zur Verteidigung mit Pfeil und Bogen. Und dann hier wieder drüber. Alles klar. So, hier das ganze Zeug, das ganze Gelump muss weg, damit ich hier... ich weiß nicht, ob ich hier auch Lager hinbaue. Aber hier mein ganzes Gelöt zum Produzieren von Dingen würde ich hier oben hinstellen. So, Münze. Wahrscheinlich werde ich auch Steine brauchen. Die habe ich jetzt auch nicht im Inventar. So, hier wieder runter. Kann man ja im Prinzip wie eine mobile Kiste benutzen, das Ding. Ich habe Steine im Inventar, aber vielleicht dürften es ein bisschen mehr sein. Ah, okay. So, die Küche ist ja schon hier unten. Ein paar Kisten können wir sicherlich auch noch hier unten hinstellen und der Rest kommt oben hin. So, jetzt können wir mal gucken. Grundlagen. Die Gedenkflamme könnte ich jetzt auch bauen. Was auch immer. Was macht denn die Gedenkflamme? Gut, ist erstmal egal. Wir haben eine Feuerstelle, wir haben einen Esstisch, wir haben die Lagerung, Landwirtschaft. Wir können jetzt tatsächlich mit Fledermausdung und Iras, Granit, habe ich nicht, könnten wir Pflanzkübel bauen. So, die Werkbank braucht, haben wir doch. Reparaturstation, was macht denn die Pigmentmühle? Zermalt Halbedelsteine und verwandelt sie in bunte Pigmente, mit denen Rüstungen perfekt gefärbt werden können. Naja, also das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Vielleicht, wenn ich mal Gäste habe. So, Schmelzofen und Schmiede brauchen wir auf jeden Fall. Schmelzofen. Das Zeug ist nicht klein. Also, Schmelzofen kommt hier hin. Dann kommt daneben die Schmiede. No, perfekt. Schmelzofen, Schmiede. Dann brauchen wir noch Werkbank und Reparaturstation. So, Werkbank. Rohstoffe notwendig. Was fehlt denn? Eisenbarren. Ah ja. Kein Problem. Kein Problem. Da ist ein Problem. Wo sind meine Eisenbarren? Ah, wir haben Eisenerz dabei. Und gar nicht so viel Eisenbarren. Okay, egal. Dann schmelzen wir mal 30 ein. So, Kletter. Klettermaxe. So, Schmelzofen. Kohle, Eisenbarren. Da müssen wir einfach ein bisschen Geduld haben. So, wie sieht das mit der Reparaturstation aus? Was brauchen wir dafür? Auch Eisenbarren. Gut, da brauchen wir erstmal ein bisschen Geduld. Gut, ich warte das hier oben mal ab und ihr seid dann wieder mit dabei. So, genug Material für die
Werkbank ist auf jeden Fall schon mal vorhanden. Die Pigmentmühle würde ich mir tatsächlich erstmal klemmen, im wahrsten Sinne des Wortes. So, machen wir das Ding mal hier ganz an den Rand. So. Was bräuchte ich für die Reparaturstation? Da fehlt noch ein Eisenbarren. Das ist aber kein Problem. So, also, da bauen wir die Reparaturstation noch hier hin. Und ansonsten die anderen Sachen. Ja gut, die verschiedenen Lager müsste ich noch bauen. Also, Reparaturstation hierher. So, jetzt überlege ich gerade. wo könnte ich denn die Lager hinpacken? Das ist jetzt hier gar nicht so einfach, einen Ort für die zu finden. Aber kann ich die vielleicht hier irgendwo in der Luft bauen? Nee. Was? Change them a lesson? Werden wir belagert? Nö. Früher Abend. Oh, Hunger. Hunger schlägt zu. Hummer wäre auch nicht schlecht, wenn der Hummer zuschlägt. So, also ich denke, ich kann die Lager ja hier hinten hinbauen. Wenn es uns mal eins... Pro Sorte. Die Wand wird sicherlich nicht so schnell angegriffen hier. Vermute ich. Oh. Wir sollten die schon ein bisschen reparieren. Wenigstens hier unten. Bevor wir hier an irgendwas anderes denken. Prozent, 100%, 99%, 86%. Von der Seite wird jetzt nichts Tolles kommen. Ne? Das bleibt mal auf 78. Und die Nacht bricht herein. Schlappheit von so ein bisschen reparieren. Oh, 9%. Da wird es definitiv Zeit zu reparieren. Was haben wir hier? 1%? Was sind denn das für Mauern? Aber cool auch, wie die Optik sich verändert der Mauern, ja? Wenn die Reparatur nach oben geht. Auch nicht einfach nur entweder kaputt oder heile. So, ich brauche was zu essen. Schlafen wird erst im Zwielicht. Frühestens. Also, nein. Die Nacht hereinbricht, meine ich. Zwielicht haben wir ja bereits. Umzug und Renovierung hier. Könnten wir das Ganze noch anstreichen, aber das ist halt nicht so mein Fall. Das Anstreichen. Kisten könnten wir ja auch noch mal ein bisschen sortieren. Also wenn ich jetzt hier eine hinstelle und sage, okay, hier, das ist ja beim Herd, das wäre dann die Essenskiste. Dass wir ein kleines bisschen Ordnung hier reinkriegen, ein ganz kleines bisschen. So, die kann ich die hier an die Wand nageln einfach? Lass mal gucken, geht das? Ja, die lässt sich an die Wand nageln.
würde ich nämlich hier die ganzen Lebensmittel reinpacken. Lebensmittel und Zeug, was man anpflanzen kann, auch wenn wir das jetzt noch nicht tun. Oder das Lembersbrot. Stellt Leben und Energie vollständig wieder her. Vollständig. Das müssen wir mal für eine ganz besondere Gelegenheit aufheben. So, in die andere Kiste kommt alles. Wo ist die andere Kiste, was man nicht stapeln kann? Alles, was man nicht stapeln kann. So, warte mal, erstmal Lebensmittel hier wieder raus. Okay, ich sortiere mich hier mal ein bisschen und dann bin ich gleich, oder wenn was passiert, nochmal kurz für euch da. Es ist Nacht und ich höre die Wölfe. Es ist nichts passiert, aber ich setze nochmal gerade was zu essen an. Oh, Rohstoffe, nur finde ich kein Fleisch mehr. Achso, Moment mal. Was fehlt mir denn jetzt? Hier tatsächlich Fleisch, Pilze? Habe ich nur noch so wenig zu essen dabei? Hier im Rucksack war da noch was, oder? Oh ja. Ich dachte schon für einen kurzen Moment, das kann doch nicht sein. So, kochen, schlafen, weiter sortieren. Gute Nacht. So. Essen in den Kopf kloppen. So, ich sortiere dann mal weiter hier. So, ich denke, wir sind jetzt hier wieder ganz gut sortiert. Jetzt muss ich nur noch die entsprechenden Lager aufstellen. Ne? Das Holzlager. So, hier hin. So, das Elbenholzlager. Dorthin. Das schwebt ein bisschen. Egal. So, Steinlager. Hierher. So, noch Kohle, Eisenerz, Eisenbarren. So, Kohle. Eisenerz. Und Eisenbarren. So, das schaut doch gut aus. So, einlagern. So, erhalten. Ich würde tatsächlich mal... Nee, solange ich nicht den entsprechenden Hammer habe, kann ich ja draußen auch keine Statuen reparieren. So, schön alles einlagern hier, damit das Inventar leer ist. Habe ich kein normales Holz? Doch, einlagern. Vielleicht ein bisschen beengt hier hinten. So, aber das werden wir dann noch in Ruhe herausfinden. So, einlagern. Gibt nichts mehr zum Einlagern. Gut, ich bin begeistert. So, schauen wir hier oben nochmal kurz. So, der Brennstoff, die Zeit bleibt. Also es ist nicht so, dass hier weiter abläuft, obwohl nichts geschmiedet wird. Das ist schon mal gut. Vorteil oder eine Vereinfachung im Vergleich zu anderen Survival-Spielen. Ich würde jetzt auch nicht unnötig Eisenbarren produzieren. Aus dem einfachen Grund, weil es sein kann, dass wir an der einen oder anderen Stelle auch mal rohes Erz für etwas brauchen. Und das wäre ja blöd, wenn wir das dann eingeschmolzen hätten. Gut, der Umzug ist beendet und damit dann auch die aktuelle Folge. Und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.